Pablo! Pablo, was machen Sie hier? Was machen Sie denn hier? Mein Vater darf Sie hier noch nicht sehen. Aber das ist doch nichts Neues. Das finden Sie auch noch witzig. Sind Sie gekommen, um ihm zu sagen, dass ich ins Studio gehe? Wissen Sie, wenn er... Lilou, wie ich sehe, kennst du Pablo schon, oder? Den Freund von Angie. Aha. Klar. Der Freund von, ja, von Angie. Gut, gehen wir zu Tisch? Ja. Schön. Nicht. Das Hauptziel ist es, den Umschlag wiederzubekommen, der in Angies Handtasche steckt. Es muss während des Essens geschehen. Verstanden. Und wo ist die Handtasche? Wessen Handtasche ist es denn? Na, Angies. Und wo ist dann vermutlich die Handtasche von Angie? Bei Angie. Wirklich gut, das ist es. Ah, wirklich gut. Du bist ja richtig intelligent. Ach, ich bitte dich, mach mir doch nicht noch mehr Arbeit. Ich bin völlig erschöpft und du trocknest mich aus wie ein Pflänzchen. Ich verdurste. Ich hab einen Plan. Wen haben wir denn da? Wie geht's? Ich bin Matthias. Sehr erfreut, Pablo. Pablo, weißt du, das hier ist eigentlich mein Platz. Nur fürs Protokoll, ich sitze immer hier. Ich würde dich bitten, die Sitzordnung zu respektieren, ja? Ich sitze immer hier. Pablo, könntest du dich bitte an die Stirnseite setzen? Ja, ja. Los, gut. Danke, Pablito. Ja. Na dann, herzlichen Dank für die Einladung. Das wollten wir doch schon lange mal machen, nicht wahr? Ich finde es immer wieder herrlich, wie ihr beide euch verliebte Blicke zuwerft. Ach, man merkt förmlich, wie die Liebe nur so durch den Raum schwirrt. Sind Sie nicht ein hübsches Paar? Mhm. Ja. Also ich sag nur, was für ein Jammer. Nicht wahr, dass ein Mann mit so viel Verantwortung, der so viel arbeitet, das alles hier nicht genießen kann, das ist... Oh, pardon, ich habe offenbar einen Krampf im Bein. Oh, pardon. Da hast du Magnesiummangel, vermutlich. Natürlich genieße ich. Ich genieße eine Menge. Wirklich, ich genieße und habe das große Glück, als Vater ziemlich präsent sein zu können. Ja, manchmal zu sehr. Wenn du meinst, manchmal bin ich vielleicht etwas zu präsent, aber ich sage immer lieber zu viel als zu wenig. Wie gesagt, ich habe das große Glück, viel von zu Hause aus arbeiten zu können und nicht so oft ins Büro zu müssen. Das ist wirklich ein großes Glück. Gut. Die Suppe war also ein Erfolg. Jetzt bringe ich als nächstes den Hauptgang. Einen Lappen, den Besen, bin gleich zurück.